Und damit willkommen zurück hier bei Minecraft Feed the Beast. Okay, Plan heute diese Tiny Pills hier unbedingt mal loszuwerden, indem wir die weiterverarbeiten. Es gibt dabei eigentlich verschiedene Möglichkeiten, das jetzt zu tun. Entweder A, ich jag das ganze Material durch Automatic Crafting Table. Oder B, was ich denke, was effizienter ist. Ja. Tja, ist das effizienter? Ich würde sagen, ich versuch's mal. Wir machen das Ganze mit Fabricatoren. Und dazu brauchen wir erstens mal, ich glaube, Blue Sidequarry, wenn ich hier drin wie Sand am Meer, ne? Ja. Zap, 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 zap. Was war das noch? Das waren die ganzen Stone Bricks. Oh, wow, 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 wow. Dann haben wir aber wirklich viel. Habe ich. Wo habe ich da den Schreibfehler gehabt? Ich frage das immer eine. Ah, nein, das sind die falschen. Redstone in die Mitte. Na naja, gut, komm. Ich mache mir davon trotz alledem mal ein paar, weil für das andere Gebäude könnte ich die eigentlich ganz gut gebrauchen. Mal gucken, wie das aussieht. Wir brauchen. Ja, wie viel brauchen wir davon? Ich mach mal 32. Langt das, ist die andere Frage. Wir brauchen Rockbenches, wovon ich natürlich überhaupt gar keine mehr habe. 4. 1, 2, 3, 4. Dann machen wir mal 8 Stück. Das sollte langen. Dann langt aber das Material hier gerade so. Wir brauchten Stone und Iron. Nicht Iron, Iron. So. Okay. Wir haben. Hä? Hatte ich doch noch von den Teilen da drin gehabt? Echt jetzt? Also Workbenches, dann habe ich die falsch geschrieben. Oh Gott, das ist ja egal. Haben wir zwei über. Schmeiße ich aber in die Restekiste mal rein. So. Wir brauchen zwei Kisten. Wovon ich natürlich auch wieder nichts habe. Oh. Ich glaube, ich fange echt mal an, auch solche blöden Rezepte zu automatisieren. Was heißt automatisieren? Einfach dem Computer mal beizubringen, dass ich dann da weniger Arbeit habe. Den Pattern Provider da drin, den kriege ich ja niemals voll. Gold? Zumindest nicht auf diese Art und Weise. So, die zwei. Wir brauchen... Das könnte sich eigentlich ganz gut ausgehen, denke ich mal. Emeralds. Halt, da gucke ich erst mal nach, weil ich weiß, dass ich so eine Pipe schon mal gebastelt habe. Super, da fehlt eine. Naja gut, das ist ja eigentlich, das ist ja jetzt gar nicht schlimm, wenn eine fehlt. Ich meine, das ist mir doch egal. Wie viel Audacity Gates habe ich denn jetzt? Zwei. Das bedeutet, ich könnte hier jetzt nochmals ein paar basteln. Dutch Gates gehen eigentlich so mit 10.000. Das sollte recht fix funktionieren. Ah ja. Super. Super. Wie viel sind das jetzt? 9 Laser? Pro Seite? 9, 18, 27? Also, ich verstehe das nicht, warum... Klar, natürlich kann man da noch 100.000 mehr machen, aber... Oh. Das gefällt mir aber gar nicht, was ich da sehe. Weil da habe ich nämlich die Wand schön abschlüssig gemacht. Dank Red Power funktioniert das ja. So.
Überlege ich mir, ob ich das vielleicht bei den anderen auch mache. Okay. Wir brauchen. Wir benötigen. Wieder mal. Import. Zwei Stück. Und wir benötigen. Export. Zwei Stück. Das wird jetzt. Oh nö, was fehlt denn? Halt, der da oben. Basic. Mama. Meine Ressourcen gehen zur Neige. Yay. Ach, das ist doch. Komm, ich habe hier Koka andere Wahl. So. Bam, bam. Was mich natürlich daran erinnert, ich sollte das System wirklich hiermit anschließen. Ich weiß nicht, warum ich in der Hinsicht immer so eine faule Socke bin. Also das ist ja mal ganz schlimm. Mittlerweile könnte ich die auch an ein positives Redstone-Signal anbinden oder einfach mal den Hebel umlegen. Weil mittlerweile müssten die beiden dort oben schon längst mehr als nur voll sein. So, wie sieht's aus? Ah ja, supi. Läuft. Das Einzige, was ich hier ein bisschen schade finde, dass ich hier an meinen 131, das geht ja eigentlich. Ja, weil ich bin derzeit gerade dabei, so eine Tutorial-Welt aufzubauen. Da habe ich hier noch so ein System aufgebaut. Und da bin ich schon bei 1000 noch was EU-Produkt gelandet. Das hat mich wahrscheinlich irritiert so ein bisschen. Naja gut, da ist auch ein bisschen übertrieben. Hat aber auch einen Sinn, deswegen. Also, so, ne? Also, Export. Die beiden, danke sehr. Dann haben wir jetzt mal unseren Material zusammen. Sehr gut. Auch. Das wollte ich gerade sagen, keine Energie mehr oder was? Oder einfach nur blöd gesprungen? Ja, blöd gesprungen. Wir müssen einmal nach unten in den Keller. Weil das will ich hier. Dann bräuchte ich aber wesentlich mehr Kisten. Wir machen das in den Keller rein und ich entscheide dann einfach nach Lust und Laune, wie ich dieses System anders aufbaue. Hier hinten haben wir ja jede Menge Platz. Gut. Das bedeutet, wir machen jetzt erstmal was ganz Hässliches. Eine fliegende Kiste. Oben rein, unten raus. So einfach ist es. Wir brauchen diese vier Fabricator. 1, 2, 3 und 4. Da ist der Weg. Das passt mir eigentlich ganz gut. Da ist also frei. Also meine fliegende Kiste. Und dasselbe Spielchen hier. Das lässt sich ja eigentlich schön machen dann mal. Könnte man irgend so. Also ab und an muss ich sagen, habe ich vielleicht doch mehr Glück als Verstand. Hä? Wird doch. Dann wäre natürlich die Überlegung, ob ich die vielleicht nicht doch oben hinsetze. So in die Ecken rein irgendwie. Ich lasse mir da was einfallen. Ihr werdet wahrscheinlich immer noch nicht so verstehen, was ich mache. Oder ihr werdet schon längst sagen, Kabu, bist ein Idiot. Das funktioniert so gar nicht. Und damit hättet ihr dann natürlich vollkommen recht. Okay. Wie mache ich das jetzt am blödesten? Also von oben kommen wir auf alle Fälle mal rein. Na, ich will das jetzt mal mit einer Seite machen. Die andere Seite ist ja dann nicht so schlimm, wenn die off-cam ist, oder? Haben wir hier irgendwo ein Kabel in der Nähe? Haben wir. Dann sollten wir sogar hier bei dem anfangen. Ist ja eigentlich relevant. So. So und...
So, jetzt sind wir oben verbunden. Coole Sache. Jetzt brauchen wir Folgendes. Jetzt muss ich das alles hier wieder wegmachen. Toll, super. Ja, erst bauen, dann denken und feststellen, es funktioniert ja gar nicht. Warum nicht? Diese Emerald Pipes. Daran kommen. Und Butchick Gates. Und in die Mitte hinein muss ein Iron. Boah, hab ich Sahne, ey. Und das muss jetzt, das wird lustig werden, nach oben aufgemacht werden. Das könnte sogar einfacher werden. So, passt. Perfekt. Cool, ne? Sehr schön. Dann holen wir uns gerade mal 4 Tiny Pills of Dust. 4 verschiedene. Nehmen wir Nickel, wir nehmen Tin, wir nehmen Iron und wir nehmen Manganese. So. Stimmt, die Gates sind eh noch nicht eingestellt, also von daher ist es irrelevant. Ihm geben wir jetzt die Aufgabe. Bringen wir das runter. Bringen wir das runter, bringen wir das runter und bringen wir das runter. Jetzt wird sich die Kiste hier schön langsam aber sicher füllen. Nickel zu Dust. Danke sehr. Was war das? Tin Dust. Iron Dust. Und Manganese Dust. Und mir fällt gerade was ein. Die Emerald Pipes sind hier unten jetzt gerade eine Verschwendung. Was sind Emerald Pipes überhaupt? Wenn man Emerald... Nein, ich will nicht das Geld. Ich will... gib mir halt mal. Also halt leere Hand habe ich. Also so Gates kann man immer abbauen, wenn man Shift drückt und nichts in der Hand hat. Emerald Pipes sind wie Wooden Pipes. Die können also aus Inventaren was heraussaugen. Allerdings kann man hier einen Filter einstellen. Jetzt habe ich natürlich gerade den Brainstormer-Gedankenfehler schlechthin gehabt. Hier in diesem Fabricator wird so oder so nur Nickel Dust gespeichert. Also es ist, brauche ich da, ich wollte jetzt gerade hier Nickel Dust rausnehmen, den als Filter angeben, dass der nur das rauszieht. Aber dadurch, dass der hier drin ja nur das als Rezept drin gespeichert hat, es ist ja vollkommen egal. Er kann nichts anderes raussaugen, weil nichts anderes drin ist. Das war jetzt gerade Denkfehler schlechthin. So. Sprich, wir können da einfache Wooden Pipes nehmen, weil die Emerald Pipes sind halt teuer, ne? 2 Emeralds und Ding hin. Und ja, die sind teuer, weil Emeralds kriegt man hier nicht wirklich effizient. Die kriege ich halt nur über die Villager. Eine andere Möglichkeit gibt es hier nicht. So, diese Autarchic Gates sind eine coole Erfindung, wie ich finde, und ich liebe sie. Ich liebe sie. Wir können hier zum Beispiel mal einstellen, Redstone-Signal ist aus, ein Energy-Impuls. Machen wir dasselbe hier. Na, bitte, danke sehr. Dasselbe hier. Und wie man hier drüben schon sieht, die pumpen raus. Die sind also dasselbe wie diese großen Klötze dort hinten, nur mit dem Unterschied, sie brauchen keinen Platz, weil man sie halt direkt an die Pipe oder auf der Pipe mit anbringen kann. Und dasselbe hier. Sprich, hier rein kommt jetzt wieder mein... Ja, ne? Wer erkennt den Fehler? Tja. Irgendwo muss ich ja raus, ne? Mit dem Import. Okay. Ja. Was soll's. Den hier, der macht mir jetzt hier gleich wahrscheinlich alles so ein bisschen zunichte.
weil er einfach... müssen wir hier... Na, komm her. Dem müssen wir natürlich einen Filter geben, ist ganz klar. Ansonsten holt er gleich wieder die ganzen Tiny Pills und so Zeug raus. Und dann sind die im endlos langen Loop gefangen. Außer der Fabricator verarbeitet die rechtzeitig. Aber das glaube ich nicht. Nein, das macht er nicht. Die Freude. Puh. So, und dasselbe machen wir jetzt einfach hier. Ja, leg mal das mal, ob ich das nicht oben dann irgendwie noch cool anschließen kann. Das kommt auf alle Fälle in den Boden hinein. Und muss ich da oben kurzzeitig halt springen, weil ich dann erstmal fast... Ist das angeschlossen? Es ist angeschlossen. So viel zu dem Thema, ich brauche erstmal Fassaden. Also Applied Energistics macht es einen wirklich sehr einfach. Dann brauchen wir dort unten natürlich auch nochmal die Gates. Die Pipes und so. Sehr gut. Ein Iron Transport Pipe. Bitte mal unwrenchen. Zack. Die Gates hin. Dann habe ich ja sogar noch zwei über. Dann kann ich endlich mal dort vorne diese blöden Redstone-Motoren wegbauen. Warum ist das jetzt gerade so dunkel von den Texturen her? Ich habe keine Ahnung. Weil diese Gates liefern letzten Endes genauso viel Arbeit wie die da. Sogar ein bisschen mehr, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und dann kann man ja da sagen, Items in Inventory machen Pulls. Und dasselbe machen wir hier. Items in Inventory. So, Make a Pulse. So. Und wenn dann halt hier drin was ist, pumpen die das raus und ansonsten sind die auch eher off. Was ich eine coole Angelegenheit finde, muss ich sagen. Hey ho. So. Ja, dann wäre es natürlich die Überlegung wert. Ja, das muss ich mir mal angucken, ob ich die dann nicht hier oben irgendwo gescheit unterbekomme. Aber es sieht mir auch nicht so aus. Das sind immer nur zwei. Naja. Man müsste ja nicht alle immer sehen. Okay. Wir brauchen Zink. Was haben wir denn da? Titanium, das ist ja so Seltenes. Silber war mir so, als hätte ich das... Nein, Silber hatten wir nicht. Da ist ein Blitz irgendwo eingeschlagen. Lead wird auch nicht abgearbeitet, aber ich habe unten nur noch einen Slot frei. Dann lassen wir mal den Titanium da, weil Titanium ist, glaube ich, eh nur so ein Spezialgebräu. Also Zink, Lead und Silber. Passt das so? Passt so. So. Dann nehme ich echt an, dass ich dann da mal irgendwo was. Ah, nee, halt. Titanium bekommen wir durch Bauxit. Ja, aber das wird eh erstmal pausiert, weil ich hier erstmal die anderen Zellen soweit abarbeiten muss. Da muss ich halt mal genau noch drüber schauen, wie wir das machen. Ansonsten können wir hier mal Copper und Tin natürlich noch mit einstellen, dass es hier gebrannt wird. Super. So. Dann können wir die... Boah, was für eine Lecksuppe gerade. Hey, das gibt's ja gar nicht. Ist ja wieder im Twilight unterwegs, der Kleine. Okay, nee, dann machen wir das anders da gleich mal. So. Und den blocken wir einfach. Genau. So einfach geht das. Bringen wir das runter. Hier machen wir Lead rein. Und da rein. Und hier machen wir Silber. Sehr gut. Machen wir da auch noch nein. Dann können wir die drei Sachen jetzt schon mal reinschmeißen. Das ist geklappt soweit. Das hat natürlich nicht geklappt soweit.
Da habe ich aber nichts verstellt. Okay. Und die drei werden da drüben. Iron Dust wird nirgends gemacht. Das ist natürlich super. Was natürlich nicht Sinn und Zweck des Experimentes sein sollte. Moment mal. Das ist Zink. Ja, ja, das passt schon. Silver, Lead. Okay, 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 okay. Soweit ganz klar. Nickel, Manganese, Tin. Würde ich sagen, wir tauschen das Manganese gerade mal aus, machen Iron da rein. Manganese nehmen wir hier aus dem Programm. Genau, das war ja noch dieses Starterproblem. Wo haben wir denn Manganese? Manganese da. Super. Müssen wir mitnehmen? Müssen wir mitnehmen? Ja, so dieses Einstellen, das ist halt echt immer, boah, also da gehen Jahre ins Land. Nickel, Tin, Nickel. Nickel war zweimal drin. Ah ja. Das und das da. Jetzt passt das wieder. Manganese, wenn es draußen ist, können wir ja rausschmeißen eigentlich. Dann kannst du natürlich gleich mitnehmen. Du musst gleich rausschmeißen. Aus dem Teil hier natürlich. Das ist jetzt natürlich schon blöde. Da habe ich natürlich gar nicht dran bedacht, dass ich hinten nicht rankomme. Ansonsten hätte das nämlich super gut gelangt. Okay. Das läuft eigentlich. Ach so. Das musste natürlich off sein. Ich habe hier kein Redstone-Signal. Ich müsste erst mit Absicht eins legen. So. Dann hätte ich gerne einmal das da. Silber, wo kommt jetzt der Zink her? Okay. Passt schon. Dann Zink darf raus, Silber darf raus und Lead darf raus. Dann können wir das Ganze hier wieder reinschmeißen. Manganese haben wir ja mit Hand hoch. Gut. Damit hätten wir das System soweit jetzt endlich angeschlossen. Was für eine Geburt. Ha, hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das am Ende so viel Arbeit ist. Aber das heißt so viel Arbeit, dass das halt so ungeschickt ist. Naja. Gut, okay. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, was wir das nächste Mal machen. Ja, vielleicht ein bisschen Deko-Arbeit oder... nein, ich habe eine andere Idee. Ich weiß was, wir probieren mal was aus. Okay, dann lasst euch mal überraschen und ja, ich hoffe doch sehr, dass ihr das nächste Mal wieder mit einschaltet. In diesem Sinne, baba!